Grüß Gott. Zurück bei. Was ist das hier jetzt eigentlich? Sind wir in einem. Für mich sieht das aus wie so eine Irrenanstalt oder sowas. Also ich fühle mich wie zu Hause. Ja, hey, Bloodborne auf jeden Fall. Wir haben richtig was geschafft in der letzten Folge. Die letzte Folge wird sehr merkwürdig sein, glaube ich, zum Zusehen. Ja, musst du halt besser schneiden. Oh, das hat, glaube ich, damit nicht mehr viel zu tun. Diese Folge viel und nicht. Oh, Ja, okay. merkwürdiger, keine Ahnung, normaler. Weniger merkwürdig. Ey, der Typ mit seiner Donnerbüchse ist echt ätzender Hallodrian. Nein, falscher Knopf. Ich wollte den da drücken. Okay, cool. Danke. Ich wollte ihn zweimal drücken. Hat gereicht. Bei mir ist jetzt im Erdgeschoss von dem Labor auch ein herumgekrochen. Was? Die war komplett gefesselt und ist mit einer Schnecke herumgekrochen. Was? Ja, Kenny, ist alles gut bei dir? Ja, Oh ja, Gott, ja. diese Schatten. Sie ist Ich ja werd jetzt tot. bekloppt. Du bist bei den Jägern? Oder bei dem Ich Sniper? bin an dem Sniper-Dude vorbei und stehe jetzt quasi vor den Jägern. Okay. Bin bei den Ratten, könnte man auch sagen. Dann fahre Ich ich weiß nicht, ob ich nochmal. die Ratten killen soll. Was Der mache ich Aufzug ist da? ohne mich weggefahren. Hüpft er jetzt nicht runter? Doch, mach mal. Was soll schon passieren? Ja. Trigger ich jetzt die. Nee, ich warte. Aus Obwohl. der so einer Ich gehe ein Stückchen großen zurück. Zehe passiert noch nicht viel. Ha! Ich habe die Bücher umgeworfen. Ich bin ein Randale. Ein Punk. Nee, war das nicht. Ein Raudi. Ein Rowdy, genau. Ein fiese Halodri. Nehmen wir aber schmutzige Wörter in Mann. den Ja, richtig Mund. böse. Wird wieder alles demonetarisiert, wie man so schön sagt. Ich mache hier alles kaputt. Kommt nur. Und straft mich doch, ihr Viecher. Also ich bin immer noch bei den Jägern. Ja, Ich traue mich ich nicht, sie bin auch gerade. anzugreifen, weil wenn ich sie angreife, dann werde ich wieder beschworen und dann muss ich die wieder, also muss ich da wieder hin. Wollen wir die kurz bei dir machen? Achso, dann wären sie ja weg, ne? Dann läute ich die andere Glocke. Ja, finde ich gut. Okay. Ich dämpfe. Gedämpft. Und ich darf nicht. Du darfst ja nie mehr. Warum darf ich die kleine Glocke nicht läuten? Wo stehst du denn? Ich stehe direkt da, wo die Jäger waren. Geh mal ein bisschen zurück. So, aber ich darf immer noch nicht. Okay. Ah, jetzt. Wo stehst du denn? Nein, ich. Anscheinend Ach, es ging durfte jetzt ich nicht einfach so wieder. schnell nach dem Ach so, ja, Schalter das kann wechseln. sein, ja. Das kann tatsächlich sein, ja. Rattis. Danke. Gekillert. Und gekillert. Und nochmal. Geil. Ich traue mich echt nicht ran. So scheiße. Angst vor der Margarine. Ein bisschen. Aber es sind nur die beiden, oder? Oh, Gottes Willen, du blöde Sau. Mann, ey. Okay, aber sie hat nicht die krasseste Reichweite. Nein. Und ihre Schüsse sind auch recht langsam, gar nicht so gut zu dodgen. Auf die Friesen, Alter. Und dann noch mit den Füßen. Nein. Oh, sie kommt. Oh, sie kommt.
Einer ist abgestochen. Ne, er lebt noch. Ja, bei Füßen jetzt. Da wird sie schnell. Ach, das sind zwei Mädels. Also, es sind beides Mädels. 55.000 Echos für ein Kill? Ja. Nett. Geht gut. Hm? Kann man machen. Ich könnte mir auch gleich zwei Level holen. Oh, was? Okay. Hält sie viel aus? Werden wir nicht erfahren, wenn ich sie nicht treffe. Oh, sie hält viel aus. Oh, sie teilt viel aus. Ich will ja jetzt nicht prahlen, aber mich hat sie kein einziges Mal erwischt. Aber du mich machst es ja nur spannend für YouTube. So ist es. Au, oh, sie hat mich gekillt. Sie hat mich gekillt. Was? Ich bin reingesprungen. Also eigentlich nicht, eigentlich bin ich nach hinten gesprungen und dann hat sie, also ich wollte die Treppe runter und dachte, ich wäre in Sicherheit, und dann hat sie mir in den Kopf geschossen. So habe ich das jetzt in Erinnerung, ob das genau so war, weiß ich gerade nicht mehr. Naja, aber es wir werden es dir in den Kommentaren sagen. Aber es klingt halt cooler. Oh nein, jetzt muss ich den bösen Halotri in seinem Rollstuhlgedönse da wieder killern. Warte, bis die kleine Glocke wirkt. Ich stehe direkt hinter ihm. Das wäre geil. Ich habe die große jetzt mal geläutet. Ja. Dann werde ich das leere Druck, die leere Druckbildhülle nochmal benutzen. Es geht nicht. Wieso geht das nicht? Okay. Das Lustige ist, direkt nach dem Aufzug ist wieder eine Glocke zum Heimkehren. Ach echt? Okay, ja gut, dann... Alter, der Sniper-Opa macht mich richtig nervös. Ich sehe ihn ja nicht. Sein Bodyguard hängt ja vor ihm. Alter. Ja, der versteckt sich im Dunkeln. Deshalb haben sie die Laterne oben ausgemacht. Er versteckt es. Okay, Sniper ist down. Ich gehe wieder Richtung Margarine. Jetzt dürfte ja nur noch sie da sein, ja? Ja? Ich habe keine Ahnung. Ja, doch, ist doch okay, cool. Okay. Ja, und wir machen jetzt einen Distanzkampf, oder was? Das ist ja unfair für mich. Alter, wie schnell sie einfach auch schießen kann. Und tanzen halt ein bisschen, ist auch okay, Mädchen. Braucht ihr Musik, oder? Oh, nee. Shit, wo sind meine Echos? Stimmt, die muss ich ja... noch wieder einsammeln. Ja, zieh in der Hosentasche. Ne, ihre Augen haben eigentlich gerade nicht geleuchtet. Da liegen sie. Okay, cool. Okay, bin wieder so weit, können weiter tanzen. Oh shit, sie killt mich. Ah, sie will nicht. Oh. Ich hab was entdeckt. Das ist nicht cool. Doch. Du wolltest mir helfen. Ich fühle mich hintergangen. Von der Margarine. Komm schon, ein Schlag noch. Nice. Sie ist tot, kein Problem. Aufzugehen. Cool, sie hat Quecksilberkugeln. Sie ist ja krass. Ja. Mega, oder? Mhm. Ich hab jetzt wieder 12. Scheiße. Meine packt er immer direkt in die Kiste. Ich benutze sie einfach zu wenig. So, ich schraube jetzt hier mal die das Auge rein. Mhm. Aber das kann ich auch wegdrücken, weil das hatten wir ja schon mal. Dann kommst du bitte wieder runter und wir warten, bis die Glocke funktioniert. Okay. Das Gerät funktioniert derzeit nicht. Achso, ich muss nur raufsteigen, um runterzufahren. Alles klar. Ich kann doch garantiert irgendwo runterspringen. Bitte was? Bist du jetzt da, wo die Margarine stand? Ja, genau. Okay. Ich auch. Und laufe im Kreis, bis mir schlecht wird. Bitte nicht. Aber hier steht, dass ich die Glocke nicht... Hier, ich muss vor der Margarine stehen. Margarine... Also quasi in diesem Kreisornament. Zwischen dem Bett. Oder, genau, das geht auch, ja.
Was? 375.000 Echos? Wo habe ich die denn auf einmal her? Ja, die beiden haben einen guten Kern. Krass. Komm schon, Glocke, lass mich nicht im Stich. Ach ja, genau. Wieso dauert das so lange? So funktioniert das doch, oder nicht? 2 von 2 Mal, also ja. Das dauert sehr lange schon wieder. Was dauert das so lange da schon wieder? Verstehe es nämlich echt nicht, weil erstens spielen nicht mehr so viele. Zweitens hat man das Ganze schon privat gesetzt und währenddem ich Gründe aufzähle, zeigt aber rechts oben bei mir das Ladezeichen. Das ist meistens gut. Das heißt, ich werde sicher gleich teleportiert. Aber ich sag das jetzt nur so, weil dann verschrei ich's. Ja. Was ist hier los? Tappa. Das ist echt merkwürdig, als wäre das irgendwie gebietsabhängig, ob man gut beschworen werden kann oder nicht. Oh. Nein, das Ladezeichen war, weil ich die Verbindung zum Netzwerk finde. Natürlich. So, ich will jetzt hier mal was ausprobieren. Hier gibt's bestimmt irgendwas. Nee. Hm? Ja, ein Fahrstuhl ist meistens irgendwas, wo man runterspringen kann. Um auf eine Ebene. Lass ihn hochfahren, geh wieder ins Erdgeschoss. Ach, hier ist eine Lampe, die habe ich noch gar nicht angemacht. Ach so. Ach, da drunter quasi, oder was? Ja, ah, er fährt hoch und ein zweiter kommt hoch. Das wollte ich zeigen, aber den. Ja, Fahrstühle sind immer, da ist immer irgendwas bei den Soulspawn-Dingen. Aber da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass man da... Aha. Es bietet sich halt schon ein bisschen. Ja, es ist nicht unlogisch. Okay. Item. Aber was ist es? Laurenzes Schädel. Oh. Ja. Und fährt der jetzt auch wieder ab, wenn ich nur drauf drücke? Nein. Muss man aktiv mit dem Hebel holen. Ist doch bestimmt ein Schlüssel oder was? Ja. Schädel des ersten Pfarrers der Heilenden Kirche. In Wahrheit. Den wir gerade gekillt haben. Echt? Mhm. Nee, warte mal. War ja auch Laurenz, oder? Nee, das war Ludwig. Ah, Ludwig. Ja, L und L. die berühmten L und L. Schädel des ersten Pfarrers. Ach, das hatte ich gelesen. In Wahrheit war er die erste. Was war er? Die erste Klerikerbestie und sein menschlicher Schädel existiert nur im Albtraum. Der Schädel ist ein Symbol von Laurenzes Vergangenheit und von dem, was er nicht beschützen konnte. Er muss nach seinem Schädel suchen. Doch auch wenn er ihn findet, wird er niemals seine Erinnerung zurückerlangen. Ja, das kennt man. Also früher war das so, jeden Samstag irgendwie Sonntag musste ich immer meinen Schädel suchen. Das kennt man. Kann man damit jetzt runterfahren mit dem Aufzug? Nein. Muss mit dem Hebel echt den Aufzug rufen. Aber ich habe jetzt den Hebel betätigt und bin auf den Aufzug und der fährt jetzt runter mit mir. Das wird jetzt spannend. Da ist eine Truhe. Ich habe eine Truhe gefunden. Echt? Ich hau mal drauf, ja? Okay, es ist kein Mimic. Ich glaube, in Bloodborne gibt es auch keine Mimic, oder? Ich glaube, aber es wär jetzt so ein typisches Ding, wo man sagen würde, das ist der DLC, da machen wir einfach mal einen Mimic. Ja, ich habe die Kirchenkanone. Ich weiß nicht, wie dir das damit geht, aber ich habe jetzt die Kirchenkanone. Leck mich doch, ich hol mir jetzt auch die Kirchenkanone. Du findest hier vielleicht Geheimnisse, aber ich finde die Kirchenkanone. Gut gefunden, weil ich mein Geheimnis geteilt. Das ist richtig. Vielen Dank. Ja. Aber das kann ich auch. Hebel. Da musst du mit dem Hebel ein bisschen mal rumknebeln. Und. Das jetzt nur erfunden. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Und. Wieder hoch. Okay. Die Kirchenkanone ist ja das Riesending. Echt? Ist das dieses
was der Dicke da hat, oder was? Ja. Das sieht von dem her so aus. Ding noch von gar nicht Bild, angeguckt. Das man da bekommen hat. Oh ja, doch, ist exakt das Teil, nur nicht ganz so groß. Kirchenkanone. Ist okay. Hey, ist okay. 160, was ist das? Oh. Blutfärbung. Und Gratias Faust ist auch eine Fernkampfwaffe. Warte mal, das Ding hat mehr Schaden. Ich habe ja die Evelyn benutze ich, plus 10, hat 140. Die Kirchenkanone hat ohne irgendwas 160. Oh krass, und die Kanone selbst hat 200. What? Wie krass sind die Dinger denn, ey? Gratius Faust ist ein Schlagring. Ach stimmt, das Ding war auch noch dran. Ein Schlagring, okay, cool. Exakt die Waffe, die ich im Bloodborne haben will. Ich möchte möglichst dicht an die Viecher ran, ey. Ach siehst du, ich wollte Amygdalas Arm ausprobieren. Den habe ich hier gerade gesehen. Okay. Ich darf die Kirchenkanone nicht mal ausrüsten. Wow, das ist cool. Hm? Ich habe Amygdalas Arm einfach mal benutzt. Okay. Ach scheiße, die Viecher. Nicht die beste Zeit um... Oh, nee, gar nicht. Das Ding macht keinen Schaden. Krass, zwei Brocken, alles klar. Achso, du hast sie groß gemacht, oder? Ja. Oho, wie sieht das? Noch zwei Brocken, what? Geil, aber auch ein bisschen verstörend. Ein bisschen. So, was hat er jetzt erzählt? Er sucht Augen, oder was? Ja. Aber sie ist so oder so eine Einhandwaffe. What? Sie sind in eine Pfütze gefallen. Jetzt ist alles so blass. Okay. Sammel das ein und geh wieder raus. Hat sich nicht gelohnt. Wo bist denn du gerade? Direkt beim Stufenaufgang. Okay, ich nehme mich auch. Hier war doch irgendwo das Zimmer oder was? Die Türen gehen beide nicht auf. Ja genau, stimmt, die gingen nicht auf. Ja, gehen die alle weg oder was? Nee. Mhm. Du hattest gerade einen Verbindungsabbruch, ne? Oder wie war das? Ja, hatte ich gerade, okay. Ja. Oh, was ist da denn los? The fuck ist das denn? Oh? Nee, das meintest du vorhin, ne? Irgendwas Gefesseltes mit was wie eine Schnecke da rumkrabbelt? Ja. Was ist denn da los? Bist du da raufgekommen auf die Plattform? Wow, 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 wow. Ja, wo diese Schneckenkrieg rumkrabbelt, weil da ist ein Item. Das war bei mir im Erdgeschoss. What? Ja, ist wahrscheinlich runtergefallen oder so. Was ist jetzt passiert? Hä? Oh Gott, ich bin ein bisschen nervös. Ein bisschen angespannt. Bisschen Panik, hä? Ein bisschen, ja. Oh Gott. Halb tot. Krass. Die Regale greifen mich an. Irgendwas stimmt hier nicht. What? Fall runter! Ah, shit, ist nicht sehr weit gefallen. Na gut. Ich habe eine Tür aufgemacht. Da sind Leute an dem Tisch. Das sieht aus wie bei Resi 7, wenn die Familie da zum Essen einlädt. Ich will da nicht reingehen. Okay, jetzt. Einmal fällt der Titel: Resident Evil 8. Wenn. Bitte. Ich kann nichts hören. Jetzt hört hier einer nichts. Sind wir jetzt bei den Affen, oder was? Ich weiß auch nicht. Der eine hat die Augen verloren. Er hier hört nichts mehr. Dann muss ja einer gleich sagen, dass er nicht mehr reden kann, oder was? Ja, dann, das kann er nicht sagen. Meinst du? Außer er lügt. Okay. Dann ist er ein schlechter Lügner.
Was ist er denn für einer? What the fuck ist hier denn los? Was hat er da? Einen Flammenwerfer in der Hand? Ich weiß nicht, ob ich ihn killen soll. Ich kann ihn anvisieren. Ich könnte ihn killen. Wo bist denn du? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Ah, diese Schatten. Ich weiß nicht, ob ich... Oh, okay, ich kill ihn. Ich gehe von ihm weg, er dreht sich um und will mich anzünden. Oh, da hast du die... den... zusammengebundene. Oh, Sniper, Sniper, Sniper. Was ist das hier alles? Leiter absteigen. Nee, noch nicht. Dieses Spiel. Oh, hier sind neue Aufzüge. Gerät funktioniert nicht. Hast du den einen Jäger auf der Wendeltreppe schon gemacht? Nee. Okay. Oh, ich sehe ihn aber gerade. Schaust du auch gerade auf ihn runter? Nee, ich gucke auf ihn zu ihm hoch. Wo bist du? Oh. Ja, in so einem Labor. In so einem Labor. Läutet deine Glocke noch? Ja. Ach du Kacke. Ja. Okay, auf den Treppen kann man anscheinend die nicht benutzen, die Glocken. Die ist bei mir hier durchgestrichen. Mhm. Ich gehe mal nach ganz unten, ja? Das wieder zu der, wo der seine Augen sucht. Das wird da irgendwie... Okay. Gehe ich auch wieder runter. Aber hier sind ja keine... Nee, hier ist nichts. Dahin gehen, dann wird mich der Jäger sehen. Muss ich den langen Weg gehen? Hat jemand meine Augen gesehen? Scheiße. Ein Zufall, nö. Wie cool diese Lampen aussehen, die hätte ich auch gern. Was auch immer das ist. Also was ich gehört habe, ist, dass der DLC noch mehr mit dem Cthulhu-Mythos zu tun haben soll, als das Hauptspiel selbst schon. Okay. Wie soll das denn gehen? Der jetzt hier? Ja, gute Frage. Ich meine, wenn das hier wirklich irgendwie ein Sanatorium? Wie heißt das so? Mhm. Eine Irrenanstalt? Ja. Könnte das ja sein. So ein bisschen wirkt das so, finde ich. Ja, das schon, aber warum haben die dann Riesenköpfe? Tja. Haben die Riesenköpfe? Oder sind das einfach nur die Säcke, die dann... Vielleicht haben die nur sehr viel Haupthaar. Das, ich denke, das ist ein Riesenkopf. Hm. Nicht viel drin, aber ich denke schon. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns schon wieder nicht finden hier. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich nicht zurück in den Thron des Jägers schaue, aber dann lebt hier halt alles. Ja. Also ich stehe jetzt unten vor der Treppe. Ich werde einmal ganz kurz nochmal dämpfen. Ich auch. Gut. Zack. Alles beide. Kurzen Moment warten. Und er sucht. Alles klar. Du leitest die große, oder? Mhm. Ja. Dass wir da jetzt den Fehler haben. Das wäre ärgerlich, wenn wir beide suchen. Ja, ich komme nicht zu dir rein. Ja, ich komme auch nicht zu dir rein. Ja, aber wie, also, ach so. Nee, wir sind ja Profis. Zeit für Blutechos. Mhm. Naja, gut, bekommen tut man hier, ja. Ich habe mittlerweile wieder 415. Das ist schon...
Was soll denn das sein, diese Lampen? Das sieht irgendwie... Ja, irgendwie kann man den Kopf erkennen von der... Als wäre es ein Vieh, aber da eine Flamme in der Hand. Genau, und die, genau, das ist eine Hand, aber dann... Also irgendwas... Man könnte auch bedenken, das wäre ein Maul oder so, aber ich finde, das ist eine Hand. Keine Ahnung. Das ist ziemlich sicher eine Hand und... Weil du siehst auf der linken Seite relativ gut den Arm. Auf der linken Seite. Ach so, ja. Ja, kann man es auch erkennen. Aber diese ganzen Saugnäpfe überall irritieren. Auf dem Kopf das, ne? Also obendrauf so. Ach, generell, die sind überall, ja. Ja. Keine Ahnung, ja. Ich habe das Gefühl, wir finden uns nicht. Vielleicht sollten wir uns nach oben durchschlagen und oben treffen. Okay. Okay. Sag ich jetzt so und werde wahrscheinlich richtig auf die Fresse kriegen. Ich nehme mal die erste Treppe rechts. Hier war doch irgendwo ein Krankenzimmer oder sowas, ne? Patientenzimmer, zweiter Stock. Wer hoch geht, geht man nicht. Oh, was zum? Lass mich in Ruhe. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich wollte schon, wieder blocken. Man kann die alle killen, ja? Dann machen wir das doch. Okay, jetzt weiß ich, was du meintest mit die Regale greifen dich an. Wo kam das jetzt her? Das aus den Regalen. Die platzen einfach oder irgendwas. Irgendwas. Oh. Alter, wie viele! Das ist doch nicht normal, dass hier so viele Gegner sind. Ja, genau. Schmeißt alle auf mich. Traut euch. Beruhigungsmittel, das wäre mal was, glaube ich. Für dich jetzt oder für den Körper? Für mich, für mich. Im Spiel habe ich genug. Die werfen alle ihre Scheiße auf mich. Könnt ihr das bitte nicht machen? Jetzt machen die auch noch Headbutts, oder was? Ich hab den Tisch gefunden. Den Tisch? Achso, mit den. Mit den alten dran. Brauch den alten nicht. Oh, was ist denn hier los? Ach, das ist er. Er hatte mich gekillt eben bei dir. Okay. Rache! Oh, er killt mich. Stirb doch einfach, dann haben wir es beide hinter uns. Na, siehst du. Will er nicht zurück, hä? Boah, er hat nicht so Bock. Aber er ist tot. Wo waren wir denn dann gerade? Hier. Hier waren wir gerade. Die Folge neigt sich dem Ende. Schon wieder eine halbe Stunde rum. Es ist so krass, wie manchmal die Zeit rennt, ey. Es ist unfassbar. Ah, ja, und da kommt einem hier alt. Aber dann. Das ist doch nicht dasselbe. Wo hüpfst du denn hin? Vielleicht finden wir uns in der nächsten Folge wieder. Das wäre natürlich mal ganz. Das wäre natürlich mal was. Wäre ja auch ein bisschen der. Das Koops, ja. Aber ich bin gerade. Ich glaube, uns geht das beiden gerade so, dass wir so ein bisschen begeistert sind davon, von dem, was sie so... Also es ist irgendwie... Ich habe ja vorhin irgendwie noch gesagt, dass ich es merkwürdig oder schade finde, dass das altes Gebiet ist und so. Und jetzt haben wir hier plötzlich so einen kompletten neuen Scheiß. Fürchte dich vor Schleichangriff. Okay, machen wir. In der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und... Oh, Schneiper. Oh, Schneiper. Ciao.
Tschüss, Sniper. Genau. Ich muss irgendwo mal in Sicherheit jetzt. Oh, Schatten. Oh, Leute. Fucking Schatten. Hört auf, dieses Spiel zu spielen. Okay.